Rapperin B, Bertha. Dritte Stadtmeisterschaften im Tischtennis. 4. September 2022. Und der junge Mann, der jetzt aufschlägt, der ist natürlich noch keine Herrenklasse. Der könnte sogar noch um 15 sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Der ist gestern schon gestartet in der Jugendklasse U19. Ob das da unbedingt Sinn macht, ihn heute in der HMB-Klasse starten zu lassen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Mama sehr sportlich. Zweite Bundesliga im Damenfußball war sie mal. Ist auch immer dabei, um ihn zu coachen. Da hat man im Hinterkopf wohl die Vorbilder Matthias Danzer und Hannes Hörmann, die beide im gleichen Verein spielen, nämlich dem TV Hildburstein, aus der eigenen Jugend kommen und beide absolute deutsche Spitze geworden sind. Matthias Danzer ja in diesem Jahr zweimal deutscher Meister, Einzel und Doppel, und mit knappen 18 Jahren plus minus bayerischer Herrenmeister im Einzel und sogar im Halbfinale bei der nationalen deutschen Meisterschaft im Doppel mit dem großartigen Mikey Hollow. Ja, und da liegt es natürlich nahe, sich selber ein bisschen zu wünschen, dass das der nächste Hannes Hörmann wird oder der nächste Matthias Danzer. Aber da ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg und er will behutsam gegangen werden. Und ich weiß nicht. Offensichtlich hat nach den gestrigen Spielen die Mama ein gutes Gespräch mit ihm geführt, denn da war er völlig übermotiviert, unglaublich nervös, brachte zum Beginn des Turnieres kaum einen Aufschlag richtig auf den Tisch, hat dann entsprechend natürlich auch im Rest des Spiels nicht so gespielt, wie er das kann. Und die Körpersprache war alles andere als positiv und nützlich. Jetzt in diesem Spiel wirkt er ziemlich stabilisiert. Dementsprechend spielt er auch viel stärker, bilde ich mir jetzt mal ein. Denn der Schüller, gegen den er spielt, von Wolfsdorf, das ist kein einfacher. Zumal er auch noch Belag spielt. Sehr unangenehm und ein guter Bildwessenspieler. Jetzt gibt es gleich den Gang zur Mama. Diese, glaube ich, heute auch etwas ruhiger mit ihm spricht, als das gestern der Fall war. Da hat man schon, denke ich, drüber nachgedacht, was gestern so alles hätte eventuell ein Tick besser laufen können. Wenn das so bleibt, dieses Nachdenken darüber, wie sorge ich dafür, dass der Junge nicht überfordert ist, aber gut motiviert ist und eine sinnvolle Entwicklung macht, Schritt für Schritt, nicht gleich morgen Superstar, dann
kann das was werden. Bestimmt spielen kann der Junge, ganz ohne Frage. Und neben dich Koczynski oder Koczynski. Und ganz hinten die Legenden. Barney Bernhardtes, TSV Stein. Ich wäre auch nicht böse, wenn ich. Also, mein Soll ist für heute erfüllt. Einen schauen wir uns noch an. So, im vorigen Video habe ich mal auf die Aufschläge der beiden geschaut. Da hatte ich noch den Eindruck, sie geben sich Mühe, den Ball nicht aus der Hand zu spielen. Das scheint sich schon wieder ein bisschen verändert zu haben, wie auch immer. Möglicherweise reagieren die da darauf, dass ich finde. Sehr überraschend hier für mich. Weidemann, Holstein, der Jüngste, U15. Gestern in der Jugend, allerdings U19 ist er da gestartet. Nicht besonders erfolgreich, das muss man aber sagen. Die besten Spieler waren zwei Söldnigaufer mit knapp über 1400 und knapp über unter 1400. Da hat der Herr Schüller, der jetzt aufschlägt, schon mehr, muss er ja, in der B-Klasse spielt. Trotzdem hat Weidemann hier den ersten Satz gewonnen. Das war sogar relativ deutlich. Er spielt offensichtlich ganz gut auf die Noppen außen, die auch genau genommen relativ harmlos sind im Vergleich zu anderen Störbelägen. Also das ist einfach ein bisschen schnittloser. Jetzt fängt er sogar an, den Schläger zu drehen, der Schüler, und verteidigt auch auf der Vorhand mit den Noppen. Aber starkes Spiel von Weidemann. Respekt, Respekt. Also wie umgewandelt im Vergleich zu gestern. Da muss ich mich mit vielen, was ich gestern gesagt habe, ein bisschen korrigieren. Aber Fakt bleibt, dass er gestern nicht das abgerufen hat, was er heute abruft. Ja, das war ein nicht einfacher Ball, dieser Return von Schüller. Den hat er noch drüber gekriegt, den nächsten dann etwas falsch eingeschätzt. Auch das eine gute Idee. So ein Topspin-Lob. Ob es eine Idee war oder ob er den Ball falsch eingeschätzt hat, kann man natürlich nicht sagen. Kam jedenfalls sehr überraschend. So, jetzt arbeitet er ein bisschen mehr mit Platzierungen. Michael Schüller, der weiß natürlich auch, was er tut. Dementsprechend Auszeit von Frau Mama. Nein, es ist gar keine Auszeit, sondern der Satz ist weg. Michael Schüller schreit. 1:1. Könnte spannend weitergehen. So, ich mache zwar keine Werbung auf YouTube, kassiere kein Geld, aber hier Schleichwerbung. Kaufen Sie bei Jürgen Gottinger, Tischtennis-Goy, Infos im Internet, gute Beratung, klebt die Schläger dann natürlich auch den tollen Service zusammen. Hat für Vereinsspieler die Rabatte und
wir schauen uns den dritten Satz an. Mit dem Aufschlag, Schwammaufschlag diesmal. Und das ist wirklich richtig gut, was bei dem anderen heute spielt. Knock-knock, mit 6 weg. Alles klar. Dann laufe ich nach Hause, dann Ruhe hab. Dann Ruhe. Und ich spiele mit dem Doppel. Meistens so vor Saisonbeginn, aber weiß nicht, was stimmt. Wie bist du weitergekommen? Weiß ich nicht. Ja, das Gesicht von Michael Schiller sagt schon, dass er da nicht so ganz zufrieden ist. Also da hätte ich jetzt mal aus dem Hof verwettet, weil ja gerade so junge Spieler immer Probleme haben mit Material. Ich sag's nochmal so ganz, schwierig ist das Material. Von Michael Schiller nicht, Lobben außen, aber wenig, naja, war dann doch schon wieder mehr Schnitt drin als in den meisten anderen. Die meisten dieser Bälle zieht Weidemann durch. Das ist in seinem Alter schon sehr gute Sicherheit und Technik. Respekt drücken. Der Aufschlag auch clever. Gute Platzierung. 4-2-1. Ja, natürlich wichtig, dass er hier von vornherein gut rauskommt, aber das ist eine Allerweltsweisheit, das ist immer wichtig. Hat er mit sehr viel Gefühl geblockt, diesen Topspin, sehr hoch, aber mit viel Drall, das sind nicht immer die einfachen, wenn man die blocken will. Aber jetzt ist er wieder ein bisschen zu hektisch, bilde ich mir ein. Eine Auszeit wäre jetzt eventuell angesagt, um ihn zu beruhigen, damit er sich wieder auf das Wesentliche konzentriert. Und es kommen wieder die ersten negativen Gesichtsausdrücke, negative Körpersprache. Aber ein super Ball. Natürlich einer, den man sicherlich ganz todsicher im Programm hat. Das war mal so ein Glücksritterschlag. Aber warum nicht?
Umso schöner, wenn es funktioniert. Hervorragend. Unheimlich abgeklärt. In dem Alter genau die Platzierung. Da ist natürlich deutlich sichtbar, wo Schiller steht. Und dann sucht man sich das andere Eck aus. Auch hier hat er versucht zu variieren. Mal nicht alles auf die Rückhand zu spielen. Auf den Körper. Und naja, etwas. Da zeigt sich Schiller wirklich als sehr, sehr, sehr fairer Sportler. Und rein von den Regeln war das natürlich ein Störball. Und nicht nur das, ich gehe auch davon aus, dass er da minimal beeinflusst war. Ganz, ganz hervorragendes Spiel, also das macht der junge Weidemann. Anfangs hat er 3-4 Mal auf die Rückhand gezogen. Da atmet Michael Schiller tief durch. Ja, jetzt hat er ein bisschen Glück. So schon gleich, ganz gut gleicht sich's aus. Und es geht in die Entscheidung. 2-2. Am Nebentisch. Ein ehemaliger Doppelpartner von mir. Stefan Albatres. Hat lange bei der WSG gespielt. Spielt jetzt bei einem Verein, der angeblich in der Nähe von Unter Asbach ist und den ich aber gar nicht kenne. Und der beide Stadtnamen trägt. Nürnberg, Fürth, möglicherweise sogar noch Franconia, das aber ist nicht sicher verbürgt. Entscheidungssatz, Aufschlag, Weidemann. Ja, da fängt er wieder gut an. Also da hat er sehr gut umgestellt. Am Anfang hat er ihm alles auf die Rückhand gezogen. Solange das lief, war das auch gut. Dann ist es nicht mehr so gut gelaufen. Seitdem spielt er eben auch mehr auf die Vorhand. Und jetzt wird auch die Mama wieder hektisch. Klar, es geht in die Entscheidung. Die ersten 4 Sätze war das super. So wie es im Spiel auch nützlich ist. Und dem Jungen und seinem Alter gerecht wird. Ja, die Emotionen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe ja auch meine beiden Kinder, meinen Jungen und mein Mädchen, zu vielen Turnieren begleitet. Und ich habe es leider auch nicht immer geschafft, die Emotionen da zurückzuhalten. Da ist man als Vater einfach involviert. Das ist so. Aber was ich auf jeden Fall immer gemacht habe, ich habe vor dem Turnier im Auto bei der Hinfahrt ein Gespräch geführt und darauf aufmerksam gemacht. Achtung, es geht nicht ums Gewinnen bei diesem Turnier. Es ist ziemlich egal, wie es ausgeht. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr irgendwie ohne Motivation spielt. Das ist ja mal das Problem. Motiviert man zu viel oder motiviert man zu wenig? Aber mit der Motivation müsst ihr selber klarkommen. Was ihr von mir wissen will,
überzeugt ist. Entscheidend für mich ist nicht, was ihr hier gewinnt oder verliert. Entscheidend ist, dass ihr Erfahrungen sammelt, konzentriert spielt, das umsetzt, was ihr umsetzen könnt, was ihr gelernt habt, und Erfahrungen sammelt. Denn wenn du ein konstantes, gutes Training hast und talentiert bist, dann wirst du irgendwann dort stehen, wo du hingehörst. Und wenn du mal mit Glück ein Spiel oder zwei gewinnst oder gar ein Turnier und das andere stimmt nicht, dann wirst du irgendwann einmal stehen bleiben und nicht mehr weiterentwickeln. Auch schon ziemlich clever, dass er selbst, Weidemann, der Youngster, die Auszeit nimmt, die eigentlich die Mutter schon einige Ballwechsel vorher hätte nehmen stoppen müssen, meines Erachtens, meiner bescheidenen Meinung. War zwar etwas glücklich, halb auf der Kante, aber einfach nur richtig gut gespielt. Technisch als auch taktisch von der Platzierung. Und er jagte ihn nochmal in das Eck. Und der so erfahrene Altmeister Schiller lässt sich verladen. Respekt, Respekt. Dreimal hintereinander lässt er ihn in der tiefen Vorhand auflaufen. Oh ja, der war wieder so, dass man meinen könnte, da ist Unterschnitt drin. War aber völlig leer. Schätzt Weidemann falsch ein, der Ball geht über den Tisch. Klein bisschen Zeitschnitt war wohl drin, deswegen ist er auch noch seitlich rausgeflogen. Jetzt mal die Links-Rechts-Version, die geht auch. Mein Schiller ist natürlich auf den Beinen nicht der allerschnellste, obwohl er ja jahrelang auch